So, Display Nummer 2. Das erste Display, mega. Wer es nicht gesehen hat, schaut es erst zuerst. Ich habe richtig gute Karten gezogen. Besonders in der linken Hälfte, jawohl. Widerspenstig die Folie. So. Ich versuche auch diesmal jetzt wieder schnell wie möglich durchzuschauen, also durchzukommen. Also mit 22 Minuten muss man rechnen. Codes gibt's wieder bei Holo und V-Karten. Ja. Fiaro Rare auf jeden Fall schon mal gezogen. Das Pikachu. Süße kleine Pikachu. Tentacha, Tatiri, Nocturne als Boss und Spielzeugfänger als Reverse und Letter King ist die Rare Holo. Code, wie versprochen. Ja, wie gesagt, ich hoffe noch auf schöne alternative Art. Das Beste wäre natürlich, wenn wir das Rayquaza ziehen werden. Ne? Das wäre mega geil. Wenn jemand die Pullrate vielleicht kennt, könnt ihr ja mal einen Kommentar posten. Ich habe es noch nicht danach gegoogelt. Oder in einem anderen Video gehört oder gesehen. Und Blitzer VMAX noch einmal. Okay. Freue ich mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aquana fehlt mir. Flamara habe ich schon gezogen gehabt aus den Einkaufs-Boostern. Den Bummels, sorry, die M. Olga, Hippoterus und Trompok ist die V-Karte. Schön. Ups, so, man muss auch mal auf den Bildschirm schauen, ne? Und tschüss. Sofort ein. Die Holos und die Reverse, dann mache ich später. Zeit sparen. Kindwurm, Irbis, Tentacha, M. Olga, Yoclef, Teddybug und Kyurem als Holo. Kindwurm, Yoclef, oh, vorgedrungen, so, Flotte und Ampharos als die Rare-Karte. Hopspross, wo ihn genau? Kiesling, Geronimatz, Litomit, oh, Kays. Zoroark ist die Reverse. Oh, sorry. Und Tangolist ist die Rare-Karte. Wisst ihr, ob es überhaupt auch so Godpacks in den deutschen Displays und sowas gibt? Wäre halt mega, sowas mal zu haben. Aber ich bin für jede alternative Art dankbar. Ups, leider. Lumpy. Victini ist die Reverse. Rare. Und Schlapfel ist die Rare-Karte.
Kanivana, Flabébé, Baumelz, Amurzel, Libiskus, Gummihandschuhe Reverse und Psyanavi. Haben wir auch im ersten Display gezogen. Gott. Aber wie schon gesagt, man kann ja verkaufen und von der Geld sich welche holen, die man nicht gezogen hat. Oder halt tauschen. Die Ursa Entei als Reverse Rare und Gala Arctos ist die Holo Rare. Na komm schon. Ja. Schönes Ding. Jetzt fehlt noch Lavados als Holo, dann haben wir die alle drei auch schon mal. Zoroa, Wablu und Schleifenorden ist die Reverse und Kaunox ist die Rare-Karte. Nicht so viel jetzt in der ersten Hälfte, würde ich sagen, aber wir haben noch ein paar Packs. Und Tentacher, Zoroa, Voltilam, Teddy Ursa, Bommelz als Reverse und Bisbach ist die Rare. Pikachu, Tentacha, Datiri, Nocturne, Hopsplos, Blanas ist Reverse und Glaciola V. Alternativsache. Ist die schön. Mega, mega geil. Dieses Set ist wirklich der Hammer. So schöne Artworks. Mega. Richtig gut. Sentry passt auch. Der Rand ist immer ein bisschen schäbig. Ja, okay. Aber. Mega geil. Also. Hat sich doch noch die linke Hälfte hat noch gegönnt. Aber wir haben. Oh, es sind noch ein paar Sets. Mega, mega, mega. Rayquaza, natürlich. Oberhammer. Aber man kann nicht alles haben, ne? Ich habe, glaube ich, noch. Oh, Papunga ist die Rare Holo. Ich habe, glaube ich, noch keine von diesen. Na, wie soll ich die nennen? Von der Pull-Quote halt hier die seltensten gezogen, wie Shiny Glurak oder was auch immer. Noch nie. Bablu Hopsplos, wo ihn genau? Kiesling Hippoterus und Milotic. Rare. Aber über Glaciola freue ich mich schon. Quap, Leckner, Kindwurm, Surfix, Traumato, Papunga Reverse, Rare und Branawarz ist die Rare-Karte. So, das war's mit der linken Hälfte. Machen wir gleich weiter. Aber im ersten Display hat die linke Seite viel gegeben. Der rechte nicht mehr so viel. Oh, Pikachu als Reverse. Schön. Und Fiaro ist die Rare. Vielleicht ist ja hier andersrum. Vielleicht könnt ihr jetzt die rechte mehr. Gottini, Bommelz, M. Olga, Kanivana, Arctep, Knapfel, Lusadin. Leckmann, Latorzel, Geronimatz, Irbitz, Pikachu und Kubuin ist die Reverse und Trompius ist die Rare-Karte.
einen schönen Hit. Hobbs Bros Reverse und Altaria ist die Rare-Karte. Genau, Kissling, genau, die Mats. Schlapfel ist die Rare und Rayquaza V. Hauptsache Rayquaza, würde ich sagen. Schönes Ding. Ups. Sorry. Müssen wir bitte nicht übel. Ich hätte ich gerne nochmal. Zweimal. Für anderen Artworks. Kapuno. Lil Minip. Mann. Latiri. Lippetus. Schneeblattorden. Reverse und gar nichts Rare. Ich umfall so. Kleptifox, hier Klepp. Potas. Barschwako, Tini, Milotic Reverse Rare und Tohaido ist die Rare. Wablu, Anton, Kiesling, Flavivi, Traumato, The Roy als Reverse und Deponitox V Alternatives. Ne, nicht Alternative hier, Full Art, sorry. Full Art. Sehr schön. Occasion ist ja auch die. Es gibt ja, glaube ich, noch zwei. Oder noch einmal. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, muss ich nachschauen. Noch Aquana noch ziehen. Auch mega. Ups. Und die Jaga ist die Holo. Mebrana und Farbigel ist die Rare-Karte. Die erste Hälfte haben wir durch. Also beziehungsweise die Hälfte der rechten. Der Hälfte der rechten Seite. Und Anfangs ist die Rare. Das macht so ein Flow für 14 Minuten. Fast. Schneller wie beim ersten. Upsala. Ja, so geht es natürlich auch. Und hier ist Reverse. Und Pumpkin ist die Rare-Karte. Oh, was haben wir hier? Floette. Zu Iris und Ehrlich? Oh, nice. Oh, die habe ich im ersten Auge gezogen. Deswegen habe ich gedacht, ich habe sie eben schon aus diesem Display gezogen. Weil ich ja das Display davor eben vor dem Video aufgemacht habe. Glaziola V. So, wir kämpfen uns am Ende durch. Dramato, Tropius als Reverse und Kapalores. Ist die Holo. So, falls jemand
das über den Bildschirm scannt. Sorry. Barschwa, Teddy Ursa, Capuno, Lil Minip, Lampi und Flugdrachenroller als Reverse und Zenlong. Okay, ich glaube, da müssen wir noch ein Artwork davon haben. So, was haben wir da? Drei Packs noch. Kindball, Jörgleff, Saborzel, Pikachu, Tentacher, Jörgleff und Tohaido ist rare. Oh, sorry. Gottini, Ersatz, Capuno, Lampi, Gesichtsschutz ist Reverse und der Schlapfel mit dem Mund ist die Rare-Karte. Last Pack, Freunde, ich hab etwas traurig, aber Glaziola wie sehr gut. Zubiris, Knappel, Tentoxa ist Reverse. Und Pinsel ist die Rare-Karte. So, den letzten gönnen wir auch nochmal. Ja, 17 Minuten, das passt. Ging schneller durch. Lasst ein kostenloses Abo da, um weitere Openings natürlich nicht zu verpassen. So, in dem Sinne, bis dann.